4. 5. April übrigens. Die Partien. 4. und 5. April. So, nichts los. Komm, Heimspiel. Gib ihm. Heimspiel VfB, gib ihm. Heimrecht, komm, gib ihm. Oh, jetzt kommt Nürnberg. Jetzt wird's interessant. Jetzt komm. VfB Stuttgart, bitte. VfB Stuttgart. Bitte. Nürnberg hat Heimrecht. VfB Stuttgart, komm, gib ihm. Ja! Ja, Mann! Das ist es doch einfach! Ja, Mann! Ja! Huhuhuhu! Nürnberg auswärts! Das sind wir doch! Scheiße, ist das geil! So, Frankfurt, weiter in der Auslosung. Ist das geil, Mann! Halbe Stunde in die Bahn nach Nürnberg, da sehe ich mich ja so im April, ist das geil! Huhuhuhu! Geil! Ja, Mann! Jetzt ist mir der Rest ja so egal, komm, Bayern, schmeiß dich gegenseitig raus, komm, die Großen. Ach, Union, ist mir auch wurscht. Wir kriegen einfach wirklich Nürnberg auswärts, ich lach mich schlapp. Nürnberg auswärts, ist das geil? Scheiße, ist das geil? Wann kommen die Karten? Ich will sie jetzt. Ich will die Karten jetzt. Jetzt in der Sekunde will ich sie haben. Genau jetzt in der Sekunde will ich die scheiß Karten haben. Gib sie mir, Herr. Sofort. Ja! Ja! Und jetzt bitte nicht so werten, als wären wir schon sicher durch, ne? Nicht so werten, als wären wir schon sicher durch. Das sind wir logischerweise noch nicht. Aber es ist, glaube ich, vollkommen okay, dass wir uns hier als VfB-Fans freuen, dass wir Nürnberg auswärts haben, ne? Das ist, glaube ich, vollkommen okay, dass wir uns hier drüber freuen. Wir sind noch lang nicht durch. Darum geht's nicht. Aber das ist das absolute Traumlos, auch für mich. Neben dem Heimspiel natürlich, aber für mich ist das quasi Heimspiel. Hier mit Ansbach Studium, halbe Stunde mit der Bahn nach Nürnberg, das ist für mich quasi Heimspiel. Geiler wird es nicht, wirklich. Junge, ich pack die gesamte Uni ein und ab nach Nürnberg. Das ist, boah, ist das geil, Das wird so ein Menschentreff dort. Wenn da nicht mindestens 15.000 hinfahren nach Nürnberg, dann bin ich enttäuscht. Wenn da nicht mindestens 15.000 hinfahren, dann bin ich ja so dicke enttäuscht. Wie gesagt, das ist noch kein sicheres Weiterkommen. Wir freuen uns, weil es der Zweitligist ist. Ich freue mich noch 15 Mal, weil es direkt neben meinem Studienort ist. Halbe, dreiviertel Stunde mit der Bahn. Deswegen freue ich mich. Und natürlich, weil es der einfachste ist. Rein auf dem Papier, der einfachste. Was wieder schwerer macht, ist das Thema, dass wir halt natürlich erwarten, dort zu gewinnen. Man erwartet von uns, dass wir dort gewinnen. Na, das auch ganz klar. 4. oder 5. April, Terminierung kommt ja meistens ein, zwei Tagen schon. Ich hab Bock. Ich fahr da so safe hin, außer nach Nürnberg. Ich pack meine Kollegen ein, ich pack alle ein, Junge. Wir müssen aber mit 15.000, 20.000 nach Nürnberg fahren, wie wir es schon oft getan haben. Und dann ist das Halbfinale halt so sehr drin, wie in keiner anderen Partie. Vielleicht noch Heimspiel gegen Nürnberg noch besser gewesen, klar. Aber es besser hätten wir es nicht treffen können. Wir müssen weiterkommen. Wir müssen ins Pokal-Halbfinale weiterkommen, das ist ganz, ganz klar. Ich habe jetzt schon so Bock auf April. So Bock auf April. Ist das geil. Ist fast sogar echt noch, mir noch lieber als zu Hause. Vom Gesamtbild her, so aus Ansbach hinfahren, das hatte ich auch selten für Auswärtsspiele. Einfach geil. Was ein Stream, was ein Wochenende, Köln besiegt. Jetzt kommt das hier, am besten nächste Woche auf Schalke direkt weitermachen mit den guten Fühlen, den guten Vibes, ne? Gegen Köln 3-0 gewonnen. Erste Mal ohne Gegentor seit, was war es, April 2021. Jetzt können wir es erstmal im Halbfinale stehen, seit Jahrhunderten mit das perfekte losbekommen. Einfach weitermachen. Nächste Woche dann auswärts Schalke schlagen, den ersten Auswärtssieg holen seit Dezember 2021. Einfach weitermachen. Momentum aufbauen, wäre so wichtig.